Hallo liebe Modelleisenbahnfreunde, herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es jetzt mal nicht um eine Lokvorstellung aus meiner Sammlung, sondern ich möchte mal hier so über meine Erfahrungen reden, wo ich jetzt gemacht habe, seitdem ich umgestiegen bin von TT zu H0. Ich habe, wie gesagt, H0 nur noch Dampfloks. Und die müssen billig sein. Und für das suche ich im Internet immer wieder nach billigen Lokomotiven, wo man auch findet. Aber es ist gar nicht so einfach, zum billige Lokomotiven finden. Man findet schon, es ist einfach zeitaufwendend. Was ich so gelernt habe jetzt, eBay, in Sachen günstige Loks, das kannst du fast knicken, da findest du so gut wie gar nichts. Was mir so aufgefallen ist, dass die Händler, wie soll ich denn sagen, schon an der obersten Preisgrenze sind und teilweise auch drüber für spezielle Spurweiten. Und dass es dann auch einige Leute gibt, wenn man jetzt auf dieser Auktion ist, da sieht man klar, wie viele Leute es beobachten und so. Und ich habe schon, das war jetzt nicht bei eBay so, sondern an einem anderen Auktionsportal, man gibt ein Gebot ab. Und kaum gibt man ein Gebot ab, dann wird man sofort wieder überboten. Weil es gibt einfach Leute, wo sowas, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wie ein automatisches Gebot einstellen, gibst du ab, dann wird das nächste sofort über das nächste überboten. Habe aber auch gemerkt, dass es teilweise die Leute sind, wo diese Maschine ins Internet reinstellen, sprich der Händler, wo immer wieder überbietet, bis man zu einem Preis kommt, wo der Händler dann was verdient oder genug verdient. Also ich habe so die Erfahrung auf zwei Portalen gemacht. eBay ist in meinen Augen nicht das billigste, sondern das teuerste. Weil wenn ich jetzt eine spezielle Lokomotive suche und ich gebe das in Google ein und ich investiere Zeit, dann finde ich irgendwo einen Händler, wo diese Maschine gebraucht oder im Lagerbestand hat, wo billiger ist, wie bei eBay. eBay war ja früher nur so für Leute, wo ihre Sachen da, ich sag mal, jetzt so salopp raus verschachern konnten. Das ist heute so nicht mehr. Da viele Modelleisenbahngeschäfte stellen auch ihre Ware im eBay rein und das ist ja nicht unbedingt das Billigste. Dann, was ich auch gemerkt habe, wenn man dann mal so eine Lokomotive findet und die Fotos in eBay, die sind teilweise schon ziemlich, nicht jeder, aber vielfach sind die Fotos nicht, wie soll ich sagen, aussagekräftig. Also mein Tipp, wenn ihr eine Lokomotive, wenn ihr irgendwas findet im Internet, wo euch schon das Foto nicht zusagt, lasst die Finger von. Weil wenn es dann nachher zu Hause ist und dann sieht es doch noch, könnte es schlimmer aussehen, wie das schon auf dem Foto ist. Und dann bereut das nachher, also wenn ihr schon vom Foto her nicht überzeugt seid, kauft es nicht. Lest die Beschreibung richtig durch, auch da teilweise sind da schon versteckte Botschaften drin, wo da das Problem ist. Und das hier, das ist jetzt auch so eine Maschine, die habe ich jetzt nicht im eBay gefunden, sondern durch ein bisschen Surfen im Internet habe ich die Maschine gefunden, sehr billig. Die kam knapp 100 Euro und das ist dann schon die Bachmann 05 in dieser blauen Verpackung hier. Und wenn ihr das ein bisschen Zeit investiert, dann werdet ihr oder findet ihr auch. Und was ich jetzt einfach schade finde, ist, dass die Händler den Preis nach oben drücken. Klar,
Wir sind ja selber schuld, wenn wir es kaufen oder bezahlen, klar. Aber es gibt wirklich Händler, wie gesagt, diese Maschine einschalten, man gibt ein Gebot ab und dann kommt automatisch das nächste Gebot. Ich hatte das zweimal erlebt. Und wo ich sagen muss, nee, das mache ich nicht mit. Also, dann heißt es auch, das Angebot ist, ich sage jetzt mal ein Datum, irgendwie am 20. Mai um 20 Uhr ist die Auktion beendet und man gibt um 19:59 und 20 Sekunden nochmal ein Gebot ab, das letzte Gebot, man denkt, man hat es und dann nein, dann wird man wieder überboten und die Auktion verschiebt sich dann nach hinten, teilweise um 10 bis 20 Minuten. Ist in meinen Augen auch nicht fair, wenn das heißt, 20 Uhr ist die Auktion fertig, dann sollte der den Zuschlag bekommen, wo auch kurz vor 20 Uhr das letzte Gebot abgegeben hat. Aber das sind auf zwei, drei Auktionshäusern, habe ich das so erlebt. Das ist nicht nur eBay. Auch hier in der Schweiz so, es hieß 20:01 ist das Angebot beendet. Und ich biete 20 Uhr und 55 Sekunden in Gebot ab. Und dann werde ich wieder überboten. Und das Spiel habe ich zwei, dreimal gemacht, wurde immer wieder überboten. Dann habe ich gesagt, nee, komm, lass es, weil ich habe einfach eine persönliche Preisgrenze. Also bisschen über 100 € soll eine Maschine kosten. Und es ist auch machbar. Was ich jetzt auch erlebt habe, wenn man mal zum Händler um die Ecke geht und da ein bisschen rumstöbert, findet man auch günstige Modelleisenbahnen. Ich habe jetzt viele Fachhändler gesehen, wo auch gebrauchte Lokomotiven haben. Und wenn ich da eine Lokomotive bei dem Händler kaufe, er kann mir von Anfang an sagen, wo das Problem bei der Maschine ist. Und ich kann ihn dann fragen, kannst du es mir beheben? Hatte ich so bis jetzt keine Probleme mit. Und wenn ich dann schon im Internetportal irgendwas finde, dann schaue ich auch, wer es anbieten tut und ob ich mit den Anbietern in Kontakt treten kann. Am besten per Telefon. Ich hatte mal einen Anbieter gefunden ich glaube im Ruhrgebiet war das. Es ging damals um eine Diesellok für die Spurweite TT. Sie war extrem billig, war schon lange nicht mehr im Angebot. Also im Angebot, im Handel bestellbar. Er hatte sie jetzt noch. Ich hatte probiert anzurufen. Der Händler nahm nie das Telefon ab, auch wenn zu den Öffnungszeiten. Ich habe in E-Mail geschrieben, ich hätte gern Auskunft wegen der Lokomotive. Ich versuche sie aber anzurufen. Warum nehmen Sie das Telefon nicht ab? Und dann kommt die Rückantwort, ja, Telefone können abgehört werden. Da muss ich mir sagen, ja. Hallo, also es war mir nicht seriös. Ich habe dann weiter ein bisschen gegoogelt nach der Maschine, habe sie dann nachher in Leipzig gefunden bei der Firma Günsel. Ich konnte anrufen, mir Informationen holen. Das ist für mich seriös. Und ich habe dann da auch die Maschine gekauft. Also für mich ist seriös, wenn ich mit dem, wo die Maschine verkauft oder das Modell, was auch immer, oder das Produkt besser gesagt, und ich kann ihn anrufen. Das ist in eBay nicht immer der Fall. Der ein oder andere Modellbahnhändler tut dann seine Homepage verlinken bei eBay. Dann kann ich auf die Homepage gehen, kann ich mir das Produkt ein bisschen genauer ansehen und so. Und kann mich dann immer noch entscheiden. Und das sind so Erfahrungen, wo ich da gesammelt habe in eBay, wie das der Gebrauchtwarenmarkt so läuft. Ich bin bisher nur mit, ich sage mal jetzt, mit einer Maschine, das war eben so ein Fall, mit einer Maschine nicht so glücklich gewesen, weil sie war extrem billig und nicht original verpackt und ja, hat nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren soll, aber ich habe da wirklich nicht viel Geld investiert und ja, von dem her tut mir das nicht so weh. Und auch die Qualität, wo auf eBay teilweise angeboten wird, das ist, man muss die Bilder sich wie gesagt schon genau angucken, die Beschreibung. Und wenn halt mal eine Maschine ein bisschen kaputt ist, solange es läuft, ist es egal. Man kann ja die Zugesteile nachkaufen. Es gibt so viele
kleinen Serienhersteller, wo, wenn jetzt mal hier so eine Stange fehlt oder hinten eine Leiter, dass man das sich bestellen kann und dann gibt's das, kann man es wieder nachkaufen. Für mich ist einfach wichtig, dass ich den Händler anrufen kann und dass er mir garantieren kann oder dass die Maschine läuft. Weil wenn man gebrauchte Lokomotiven kauft, vielfach ist so, ihr habt kein Rückgaberecht mehr. Und von dem her ist mir das wichtig, dass ich eben mit dem Händler anrufen kann oder mit dem Anbieter. Und dann kann ich mir schon mal langsam ein Bild machen, meint das jetzt ehrlich, ist er kompetent oder erzählt er mir einfach nur irgendwelche Räubergeschichten. Ich habe in Leipzig einen Modellbahnhändler gefunden, der ist top, der verkauft nicht in eBay. Aber ich habe gegoogelt und irgendwann bin ich auf diesen Händler gestoßen, habe ihn angerufen, ich konnte auf seiner Homepage schauen, die Produkte, und habe ihn angerufen, habe ich gesagt, ja, ich habe so Zweifel, dass das. Und er sagte zu mir, ich mache dir nochmal einen Service und ich lasse die Lokomotive fahren. Von dem her ist es doch wichtig, wenn ihr euch mit dem Händler ein bisschen oder Anbieter, wie auch immer, mal in Verbindung setzen könnt, sodass ihr mal einen ersten Eindruck habt. Und ja, also man findet im Internet wirklich günstige und sehr gute Lokomotiven, wo man muss sich einfach im Klaren sein, dass bei vielen, ich sage mal bei 80%, heißt einfach kein Rückgaberecht. Also von dem her ist für mich wichtig, dass keine, wie ich auch im Internet, aber also auf eBay gesehen habe, Fotos sind vom Hersteller. Ich nehme jetzt mal irgendeine Lok, sage ich mal, von der Rocco, eine BR218, und da ist kein Foto drin von der Maschine, wo angeboten wird, sondern das Werksfoto. Und das ist für mich denn nichts. Und ja, für mich, ich bin ja halt alte Schule, mir ist einfach der persönliche Kontakt ist wichtig. Und früher, wo ich noch viel unterwegs war, ich habe mir die Zeit genommen, bin ich bei den Modellbahnhändlern ins Geschäft reingegangen, habe versucht, mit dem Händler oder Verkäufer schon mal Informationen auszutauschen. Und wie gesagt, ich habe da auch immer wieder günstige Angebote gefunden oder auch mal eine Lok, wo schon gar nicht mehr im Handel ist, in dem Sinn. Aber das mit dem Internet, das ist wirklich so eine Sache, man muss vorsichtig sein. Man findet schöne Sachen, es gibt aber auch viele, viele Sachen, wo ich will jetzt, sag's jetzt einfach mal so, Müll sind. Also das gibt es auch. Und von dem her ist oberste Vorsicht geboten. Und wenn man sich mal die Zeit nimmt, wie in Google einfach die Lokomotive eingeben, wo man sucht und dann nicht gleich über eBay, sondern nochmal wirklich ein bisschen rumsurfen. Irgendwo gibt es immer einen Händler. Irgendwo gibt es immer einen Händler, wo die Lokomotive hat. Teilweise ist sie günstiger, teilweise auch neu, wie im eBay. Also ich habe auch schon Maschinen gefunden, die waren neu und sie waren billiger, wie sie eigentlich zum normalen Preis hätte bezahlen müssen. Ich will mal hier ein Beispiel sagen. Ich hatte vor kurzem jetzt mal gegoogelt die BR19 von Gützeug, die Sachsenstolz, im eBay bis zu, ja, 500, 600 Euro und mehr. Und dann bin ich aber beim Surfen rumgestoßen, dass einer in England die Lokomotive hatte, neu, original verpackt für 20 Euro. Das war mir dann schon wieder, ich habe zwar gern billige Lokomotiven, aber das war mir doch zu billig. Und da hatte ich auch so meine Bedenken,
ob das jetzt ein seriöser Anbieter ist. Und ich habe die Maschine nicht gekauft, ärgere mich heute noch, dass ich da nicht zugeschlagen habe, aber ja Gott, ich hätte nur 20 Euro verloren, aber ja, weiß nicht, wie ich sagen soll. Das war mir jetzt einfach zu unseriös. Wollte er jetzt einfach nur, war das so ein Phishing, wie sagt man heute, Phishing, glaube ich. So ein Phishing-Inserat zu mir nachher irgendwas verhökern. Also, eine Gützold-Maschine wissen wir für 20 Euro neu, das kann nicht sein. Zu dem, was ich sonst noch im Internet bei gebrauchte Lokomotiven so viel Erfahrung gesammelt habe, das kommt in einem anderen Video. Und zwar, welche Lokomotive man kaufen sollte und welche man nicht, wo man die Finger davon lassen sollte. Was ich so für Erfahrungen gemacht habe mit den Herstellern. Ich habe jetzt noch nicht so viele Hersteller in Sachen Handel. Das sind nur drei, vier, wo ich so mal so ein Fazit abgebe, welcher Hersteller mich am meisten beeindruckt hat, welcher am wenigsten. Zudem mache ich sicher auch mal noch ein Video. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können, wenn ihr eine Lokomotive sucht im Internet, auf was ihr da Obacht geben solltet, wie ihr da euch entscheiden könnt. Fakt ist, vergesst nie, Bilder können lügen. Denkt dran, schaut euch ganz genau an, wenn ihr ein Modell gefunden habt. Sagen euch die Fotos schon zu. Sind das schöne Fotos, wo man was erkennt? Lest die Beschreibung genau durch, in welchem Zustand die Maschine ist. Wenn jemand schreibt, Zustand wie auf dem Foto, denkt dran, Fotos können lügen. Dann ist mein Tipp, lasst die Finger davon. Es sei denn, sie ist billig, dass man sagen kann, okay, wenn es so ist, ich kann sie noch reparieren. Dann ist das schon okay. Und ja, das war's jetzt erstmal. Also wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch helfen können. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder euch dazuschalten würdet. Und würde mich aber auch über Kommentare freuen, so wie ihr das seht. Ob das jetzt eBay, wieso immer eBay, ob das Inter jetzt eine gute Sache ist oder nicht. Ich finde es eine gute Sache, weil man stößt auf Händler, wo man eigentlich gar nicht kennt, wo doch seriös sind. Ist aber auch eine große Plattform für Geldmacher, wo uns Modellbahner versuchen abzuzocken. Was mir einfach aufgefallen ist, dass deutsche Reisbahnmaschinen, wo nicht mehr im Handel sind, auf eBay extrem hoch berappt werden. Und von dem her würde ich euch sagen, wenn es nicht unbedingt sein muss, kauft es nicht, wartet ein Jahr, 2 Jahre. Irgendwann gibt es die Maschine auch für viel weniger Geld. Ich sage nur, ich nehme, wenn ich jetzt mal eine BR 03 nehme von die Firma Gützold, neu kosten sie, ich sage mal, die Größenordnung 600 Euro. Aber im Internet findet ihr es mit Geduld, das gleiche Modell, was auch heute noch ein Top-Modell ist, für nicht mal die Hälfte. Also, ich habe genug gequatscht, ich will zum Ende kommen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, würde mich über Kommentare freuen. Und hoffe, dass ihr euch bald wieder dazuschalten werdet zum weiteren Video. Und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss.